Nach allen Recherchen und dem Treffen mit Jasmohin muss ich persönlich sagen, ich glaube an die Theorie, dass viele Leute ohne Nahrung leben und jeder dazu fähig ist. Glauben ist nicht Wissen. Um es zu wissen, müsste ich es ausprobieren. Der Prozess, von dem Jasmohin im ersten Buch spricht, geht 21 Tage. 21 Tage nichts essen, davon die ersten 7 Tage nichts trinken. Danach kann man entscheiden, ob man wieder essen will. Beim neuesten Buch gibt es einen sanfteren Weg. In this book we talk about all the different ways to open up your body to receive prana from the inner realms and the different ways you can work with energy to be fed. Because as we say in this book, everybody in our planet is hungry for something. You know, mm-hmm. We have so much spiritual anorexia, so much mental anorexia, so much emotional anorexia and physical anorexia, which is why we have war and poverty and chaos and terrorism. Because people just aren't getting the right food. And I believe that divine love is the right food. Mm-hmm. So you just get very, very relaxed. You stand and you get very, very relaxed. And you ask the divine one inside you to express its will through you by moving you forward for a yes answer and backwards for a no answer. So it's the divine voice. Come on, use my body like a pendulum. Move me forward for yes, backwards for no. And then you stand there, relaxed, as if a breeze could move you, and you make a statement like, right now, prana gives me more than 50% of all the nourishment I need to maintain a healthy body. And see what happens. If it's yes, you'll go forward. If it's no, you'll go back. You'll feel that force move you. So if you get more than 50%, then you can go from eating 3 meals a day quite comfortably to 2 meals a day. But you've got to hold the mental reality that all your vitamins, all your nourishment, everything you need to be strong and healthy comes from prana. So the way to successfully do this is 3 levels. Different mental attitude. Your vitamins, minerals do not come from food, they come from prana. And there's been a lot of research to prove this already. Food just stimulates the body to produce the nutrients it needs. But you can do it in a different way. So strong mental attitudes that everything you need comes from prana. And secondly, working with feeding your way in another way, using other systems that we talk about in this book. And thirdly, having good community support around you too, educating the community around you so the fields are more supportive. Because that's a big problem in the West. Mhm. Jasmohins Weg zur Ernährung von Prana ist nur einer von vielen Wegen. Auch andere Pfade wie Yoga oder Qigong führen letztlich als einen Effekt von vielen zur Unabhängigkeit von Nahrung. Qigong-Meistern nennen sie Bigu. Lichtnahrung ist nicht der Generalweg für alle Menschen zur individuellen spirituellen Entwicklung. Nicht jeder muss und wird ihn gehen. Oberste Priorität hat der Kontakt zur inneren Führung in einem Selbst, das heißt zur Intuition, zur Seele, zum Herzen. Wenn Jasmohin sagt, dass Lichtnahrung der Weg ist, den du gehen sollst, wirst du es in dem Moment wissen, wenn du von ihr zum ersten Mal hörst. Hast du Zweifel? Lass es lieber. Ich persönlich werde das Experiment machen und darüber berichten. Wichtig ist, auf seinen Körper zu hören und nicht auf die Lust und die Gewohnheit. Nicht zu radikal, aber experimentierfreudig. Ich liebe Cola aus der Büchse und werde es weiterhin schätzen. Es scheint mir wichtig, das Essen bewusst zu genießen. Meiner Meinung nach sollte man sich bei den Tieren und Pflanzen, die man isst, bedanken. Wichtiger als das, was reinkommt, wie Essen und Trinken. Man erntet, was man sät. Ich arbeite daran. Tja, liebe Zuschauer, danke für deine Aufmerksamkeit. Und als Schluss ein Zitat von Nikolai Tesla. Es scheint keine philosophische Notwendigkeit für Nahrungsmittel zu geben. Wir können uns organisierte Wesen vorstellen, die ohne Nahrung leben und die gesamte Energie, die sie zur Ausübung ihrer Lebensfunktion benötigen, aus der Umgebung beziehen. Da ist noch was. In der nächsten Sendung geht es nicht genau um das, aber in der folgenden. Nächstes Mal sprechen wir über den Kontakt mit Verstorbenen. Wir testen ein Medium. Und glaubt nicht alles, was ihr seht und hört. Denn TV macht doof. What you can do, just laugh. Very easy. Don't feel shy.